Leute, was geht ab? Kawaki aus am Start. Ich war gestern, also wenn das Video rauskommt, natürlich nicht mehr gestern, sondern an Tag X, sagen wir mal. Ich war gestern 15.9. irgendwie so in dem Dreh. War ich in Großdölln auf der Rennstrecke mit Debo und Jerome, aka Alpha Vlogs. Und wir waren da und haben ein bisschen die Rennstrecke enjoyed. Das war mein erstes Mal mit der Großmaschine auf der Rennstrecke. Und ich muss sagen, es war super geil. Ich habe mich nicht gelegt, was schon mal sehr gut ist. Ich habe mich Runde für Runde stetig verbessert. Angststreifen ging schon in die Negative, also war nicht mehr vorhanden. Das war aber schon nach dem ersten Turn, glaube ich, so. Dann habe ich natürlich die ganze Zeit nur noch an Technik und allem Möglichen gefeilt, an der perfekten Linie. Der Instructor meinte dann sogar, yo, Kawa Boy, du bist echt ein doper, fresher Boy und deine Linie ist echt gut. Du traust dich nur nicht, ans Gas zu gehen. Und da hat er irgendwie recht. Irgendwie traue ich mich nicht, ans Gas zu gehen. Natürlich meinte er nicht Kawa Boy, er meinte Sir. Natürlich meint er nicht Sir, er meint einfach, yo, du fährst eine gute Linie, aber... Er meinte auch, meine Oberkörperhaltung ist nicht so top, meine Linie ist top und ich soll mich einfach trauen, mehr ins Gas zu gehen. So, dann noch ein paar Nebenfakten. Erster Turn, geht schon das Safety Car raus und holt schon ein verunglücktes Bike raus. Zweiter Turn oder dritter Turn kommt schon der Krankenwagen. Also es war, sagen wir mal, jetzt nicht so motivierend, aber es war schon cool. Viele Abonnenten waren da, viele sind auch extra gekommen. Respekt, Grüße an euch. Ein Abonnent von Alpha Vlogs und mir und Debo war schon den Tag davor da. Der hat quasi da übernachtet, hat 2 Tage gebucht und ist sogar mit Slicks gefahren. Ich glaube, er hieß Jonas. Bro oder so, oder Joe oder anders, Steven, der hieß, ich glaube Steven Joe, Steven John, auf Instagram abchecken, Steven John, das war nämlich der Boy, der sich dann anscheinend die Hand gebrochen hat, in quasi fast am Ende des zweiten Tages, hat sie ihn dann gelegt, er kam glaube ich gerade in die schnellere Gruppe. Und dann ist irgendwas passiert, er kann sich selbst nicht so ganz erklären, vor allem das ist eigentlich so eine, das war eine lange Linkskurve, die ist eigentlich relativ safe so. Aber irgendwas muss passiert sein, dass es ihn übelst gelegt hat. Dann fuhr natürlich auch der Krankenwagen raus und wir dachten schon so, oh shit, ist das etwa unser Abonnent? Und wir haben dann so ein bisschen gestalkt und es schien wirklich so. Aber das Gute ist, der nette Boy kam dann später einfach noch mit einem Verband an der Hand zu uns gelaufen und sagt so, ja, für mich ist jetzt zu Ende. Und dann mussten wir einfach ein Foto machen. Ich meine, so ist eigentlich böse so. Können wir eigentlich überhaupt ein Foto machen so? Weil er hat so die Hand verbunden gehabt und Jerome hatte ja das Handgelenk gebrochen und ich hatte das Handgelenk gebrochen. Das heißt, er war jetzt quasi im Club der gebrochenen Handgelenke. Man muss dazu sagen, er wurde quasi nur erst versorgt und weil es ihm sonst bis auf die Hand halt gut ging, ist er danach erst ins Krankenhaus so selbstständig gefahren. Auf jeden Fall haben wir dann noch diesen Insta-Post gemacht, wo wir beide so Daumen hoch geben. Und ja, der arme Boy auf jeden Fall, er tut mir auf jeden Fall leid. Ich hoffe, dir geht's gut, Bro. Wenn nicht, dann ja, überleben ist alles. Du weißt, wie das läuft. Aber er war auf jeden Fall schon ordentlich mit Slicks und so am Start. Ich habe ja quasi die neuen Roadsmart-Reifen von Dunlop bekommen. Und konnte die jetzt mal auf der Rennstrecke testen und ich muss echt sagen, also im Vergleich zu V-Rubber, den Reifen, die auf meiner Grom sind, es ist einfach krass, es ist einfach unnormal, weil diese V-Rubber, das ist so wie wenn deine Reifen aus Plastik wären, weil wie so ein Matchbox-Auto, die rutschen einfach nur die ganze Zeit, aber die werden auch nie heiß, die sind einfach steinhart und also die sind einfach scheiße und da kannst du gar nicht so fahren wie mit den Reifen jetzt zum Beispiel. Und ich muss echt sagen, es hat übelst Spaß gemacht mit den Reifen. Schräglage war ich auf jeden Fall ziemlich nice dabei. Nur mein Knie habe ich irgendwie, also ich habe es dann die letzten Turns bis aufs
Versagen versucht, sagt man das so? Ich habe auf jeden Fall extrem versucht, irgendwie mein Knie raus, dann habe ich die ganze Zeit an der Technik gearbeitet, mein Oberkörper raus, dann habe ich Fußposition ans äußerste, hinterste Ende, ganz innen, damit ich quasi nur das Knie raus, aber irgendwie, ich habe es nicht geschafft. Ich hätte teilweise wirklich mit meiner Hand so machen können und wäre am Boden gewesen, gefühlt zumindest. Und ja, ich habe dann den Jerome noch gefragt und Debo hat ja auch geschliffen. Ich habe alle gefragt und die haben mir alle wieder das Gleiche erzählt. Und ich habe es nicht geschafft, aufs Kacken nicht. Und ich meinte dann auch zu Debo und Jerome, die sollen hinter mir fahren und mal bitte analysieren. Sind dann hinter mir gefahren und haben gesagt, ja, es fehlt so viel. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe es einfach nicht geschissen bekommen. Vor allem, das Ding ist ja, meine Fußraste und ich habe ein Naked Bike, die ist relativ weit oben. Die hat geschliffen, ja. Die Fußraste schleift ohne Ende und kann ich euch eigentlich auch mal gleich zeigen. Aber kann ich euch nicht zeigen, weil ich gerade am Fahren bin. also ich habe, keine Ahnung, ich habe geschliffen ohne Ende. Und irgendwie sollte es nicht sein. So, die Mutter, die da an meiner Fußraste ist, die ist jetzt glatt. Die war vorher rund. Aber das Knie habe ich einfach nicht rausbekommen. Ich weiß auch nicht warum. Also es muss auf jeden Fall an der Position liegen. Ich habe meinen Arsch, also erstmal bin ich nach ganz hinten gerückt. Das habe ich zwar schon vorher gemacht, aber bei der Federanalyse war ich mir dann immer nicht sicher, ob ich wirklich ganz hinten war. Habe ich dann bewusst ganz nach hinten und dann ist mir auch aufgefallen, okay, ich bin die ganze Zeit ganz hinten. Dann Arschbacke zur Hälfte rüber. In der Linkskurve links, in der Rechtskurve rechts und quasi Fuß ganz hinten auf die Raste und dann eigentlich mit dem rechten Oberschenkel am Tank halten, Arme ganz locker, Arm links einknicken bei einer Linkskurve jetzt zum Beispiel, links einknicken und mit dem Kopf und Körper quasi zur Handfläche, zum Handknöchel, ja. Ich habe das schon berührt mit meiner nicht vorhandenen Kamera. Ich war wirklich super drauf. Und teilweise habe ich es dann so ausgereizt, dass die Fußraste wieder geschliffen ist, in der langen Linkskurve zum Beispiel. Und dann habe ich richtig versucht noch, um mein Leben zu dehnen, mein Knie bis an den Boden, aber ich habe es einfach nicht gekackt bekommen. Und es ist ein bisschen sad, aber ich wollte dann am letzten Turn auch nicht alles riskieren, so nicht, dass ich mich dann noch lege im letzten Turn, das wäre auf jeden Fall scheiße geworden. Ich habe es auf jeden Fall nicht geschafft. Ich kann euch jetzt vielleicht mal gerade die Fußraste zeigen. Warum fährst du schon, Gelber? Kann man das sehen? Ah, ich zoome mal ran. Sieht man's? Die ist jetzt auf jeden Fall glatt. Die war vorher so ein runder Huppel. Huckel, wie auch immer. Naja, auf jeden Fall war es ein mega spaßiger Tag. Es hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Das Einzige, was einen immer so ein bisschen bremst, ist der Preis. Weil ein Tag freies Fahren kostet 140 Euro. Und du fährst 8 Mal, glaube ich. Und wir sind nur 7 Mal gefahren, denn die Gruppe Rot, wir waren Gruppe Grün, die Anfängergruppe, die Gruppe Rot, die hatte im allerletzten Turn quasi, oder in der allerletzten Runde hat sich einer gelegt, auch wieder mit Krankenwagen und allem. Und dadurch ist unsere, wir mussten auch das Moped dann quasi recovern und Teile aufsammeln und alles. Und deswegen ist dann ist unser Turn dann ausgefallen. Und es ist dann direkt mit Gelb weitergegangen, was ein bisschen traurig war, aber ist jetzt auch nicht so wild gewesen. Es war trotzdem ein mega geiler Tag und es macht auf jeden Fall richtig Bock und macht auch Spaß auf mehr. So, jetzt fragt ihr euch sicher, warum ich euch das die ganze Zeit erzähle. Warum zeige ich nicht einfach ein paar Bilder? Okay, ich kann euch ja auch ein paar Bilder jetzt im Nachhinein, weil Romeo kam auch noch und hat Fotos gemacht. Und auch sonst waren ein paar Leute, die Fotos gemacht haben und zugesendet haben. Deswegen kann ich euch im Nachhinein auf jeden Fall jetzt noch ein paar Bilder zeigen. Aber ich muss sagen halt, dass die Kameras am Helm verboten waren. Ja? Und jetzt hätte ich so gesagt, okay, wenn du dich legst mit der Kamera, es kommt irgendwie scheiße, der Winkel bricht dir das Genick, so zack, boom. Könnte sein. Das wäre eine Argumentation, die ich akzeptiert hätte. Aber deren Argumentation war, ja, Helmkameras, die wissen nicht, wie sehr die befestigt sind. Ich bin schon 300 mit der gefahren. So, wo war ich stehen geblieben? Dieser scheiß Kamera-Akku, der nicht hält. So eine Scheiße, Alter. So eine Scheiße hier. Jetzt muss ich extra rausfahren und irgendwie anhalten. Und alles Scheiße hier. Naja, auf jeden Fall Argumentation bezüglich
der Scheiß, beziehungsweise der Kamera am Helm, so. Deren Argumentation war nämlich, dass die Kamera nicht ausreichend gesichert ist und dann jemanden anderen verletzen könnte, indem sie abfällt oder sonst was. So, ich bin mit der Kamera schon sehr schnell gefahren und sie hat immer gut gehalten. Aber meinetwegen, das akzeptiere ich schon, aber das Dumme an der Aussage ist eben, dass Kameras erlaubt waren, wenn du sie am Motorrad befestigt hast. Dann waren Kameras erlaubt und dann war es auch egal, ob sie abfallen, weil die waren nicht am Helm. Also die Argumentation war ein bisschen schwach, aber ist okay, es sind eure Regeln, ich bin nur Gast, also haben wir die auch stets befolgt. Jerome hatte dann die Kamera noch ein paar Mal am Motorrad, denn wunderbarerweise bin ich morgens um 7 rausgegangen, um nach Großdölln zu fahren. Mach die Kamera an und nach 5 Sekunden geht die aus und ich so, fuck, also es piepte und ich so, fuck, ich habe vergessen SD-Karte leer zu machen. Aber das heißt, ich hätte erst den Inhalt der SD-Karte kopieren müssen, um ihn danach quasi zu löschen. So. Und das hatte ich auch noch nicht gemacht. Und ich so, scheiße, jetzt kann ich nicht nochmal hoch, weil ich war auch schon spät dran. Also bin ich dann direkt losgefahren. Bin dann quasi losgefahren, halt ohne SD-Karte. Und im Endeffekt hat sich dann zu Hause rausgestellt, dass die SD-Karte leer war und nur ein Video von 5 Sekunden, was vor meiner Haustür war, drauf war. Es war einfach nur dieser SD-Error und ich dachte, ich habe die Karte nicht leer gemacht. Und das heißt, ich hätte doch aufnehmen können, aber ich habe es nicht getan, Leute. Ah, es tut mir so leid. Vielleicht kann ich noch was von Jeromes Aufnahmen irgendwie mit einbauen. Ansonsten würde ich sagen, war es das jetzt mit dem Video. Kleiner Laberflash zum Renntag. Es war auf jeden Fall super geil und es besteht Wiederholungsbedarf. Ich würde sagen, macht es gut, Leute. Bis die Tage. CoverQ ist raus. Was ist hier für ein Verkehr, Alter? CoverQ ist raus. Macht's gut. Klickt auf die Werbung. Peace. Nein, klickt nicht auf die Werbung, Leute. Man darf nicht anstiften zum Werbeklicken. Das ist Betrug und dann wird man gekickt und dann wird mein Account gesperrt und es wäre echt traurig. Sad. Okay, peace. Production.